Ja, moin und hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen und feinen Spieltagsanalyse. Ja, 96 heute mal in Düsseldorf gespielt. Ja, und erstmal ein guter Start. Wir haben uns die Druckphase von Fortuna nicht aufs Ohr drücken lassen. Dann sind wir mit einem tollen Spielzug dann am Ende auch mit 1:0 in der noch nicht mal 10. Minute, also es sind noch keine 10 Minuten durch gewesen, haben wir 1:0 geführt. Das ganze Thema hat die Mannschaft dann sehr gut verteidigt in meinen Augen, sehr gut durchgehalten und hat das dann auch mit in die Pause genommen. Ja, der Schiedsrichter war ein bisschen nickelig und ein bisschen peinlich heute, hat ein bisschen zu viel rumgespielt mit Karten in meinen Augen, weil er hat es einfach übertrieben. Bei manchen Szenen habe ich gedacht, das ist ein ganz normaler, das ist zwischen Spielern ganz normal. Nein, gleich gelbe Karte. Naja, egal. Juckt keinen Menschen. Ja, dann zweite Halbzeit. Fortuna wurde immer stärker, wollte ja unbedingt auch den Ausgleich, haben sie ja dann geschafft. Weil wir einmal kurz nicht aufgepasst haben, aber macht nichts. Dass man kann eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf, die so konstant gut spielt im Moment, einfach nicht über 90 Minuten zurückhalten. Da kommt schon der ein oder andere Ball auch mal durch den 16er geflogen. Und wie immer, man kann nicht alle wegverteidigen. Ja, und als nächstes haben wir dann eine massive Druckphase von Düsseldorf kurz vor Ende der Spielzeit gehabt. So in der letzten Viertelstunde, wo Fortuna Düsseldorf unbedingt den 2:1 Heimsieg holen wollten. Aber wir haben es dann gut gemacht, haben einfach die Verteidigung hinten endlich mal stehen gehabt, haben konzentriert gearbeitet, haben konzentriert wegverteidigt und ja, und haben dann halt einfach auch richtig gut mitgedacht, alle haben mitgespielt. Na gut, das 0:7 oder das 7:0 aus der vergangenen Woche gegen Osnabrück hat natürlich auch viel Sicherheit gebracht. Ne? Und da gucken wir dann mal, wie das jetzt weitergeht. Ein Punkt aus Düsseldorf, das ist in Ordnung, das kann man so machen. Und ja, der nächste Gegner für uns ist jetzt, so viel ich weiß, wen Wiesbaden. Die kommen dann am kommenden Wochenende zu uns. Ja, mal gucken, wie die drauf sind. Die haben jetzt am Wochenende gegen Elversberg 2:0 verloren. Also ich weiß nicht, was dieser saarländische Verein da gemacht hat, aber der rockt im Moment wie die Liga. Also der hat jetzt, wenn ich mich nicht ganz irre, aus 6 Spielen 5 Siege geholt oder zumindest 5-mal gepunktet. Also das ist schon Wahnsinn, was dieser Verein da schafft. Respekt auch dafür. Und wie gesagt, wir müssen dann gucken, dranbleiben. Schön, dass wir heute einen Punkt geholt haben. Das ist wichtig, das ist für uns ganz wichtig, auch moralisch, dass wir merken, wir können es, wir schaffen es, wir arbeiten dafür und das hat Früchte getragen. Ja, jetzt, wie gesagt, Wien-Wiesbaden am kommenden Wochenende. Und dann gucken wir weiter, wie es dann aussieht. Gut, das soll es für die Spieltagsanalyse heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen spannenden Nachmittag, einen spannenden Tag, eine schöne Woche. Das Heimspiel werde ich natürlich dann entsprechend wieder aus dem Stadion raus zeigen. Und dann unter der Woche werden ein paar Sachen kommen. Ich habe noch eine neue Idee, die werde ich euch dann unter der Woche mit einem gesonderten Video nochmal breit und deutlich erzählen und zeigen. Und dann wünsche ich euch erstmal eine angenehme Zeit und danke fürs Zusehen. Gerne die Abonnentenzahlen höher stellen. Ne? Wäre cool, wenn wir schon mal die 100 Abonnenten vollkriegen würden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, schöne Woche und bis dahin auf Wiedersehen und ciao.